Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2. Ich habe, wie versprochen, die Halbleiter kurz noch verkauft in der Folgenpause. Mir dafür, ja, ich gebe es zu, ein großes Medipack gekauft, das erstaunlich teuer ist. Es kostet fast so viel wie ein wertvoller Halbleiter. Oh ja. Ich glaube, da macht sich Isaac richtig krasse Vorwürfe. Dass er ihr damals gesagt hat, sie soll gehen. Das war doch geil, oder? Mit einer Kiste beide weggekriegt. Das ist hier so ein bisschen ein Bonusraum, oder? Ich glaube, da sollte man eigentlich eine Schlange. Was geil ist, weil dadurch hole ich mir einiges an Zeug. Ha. So. Genau, das sind nämlich Leichen, jawohl. Ein Audiolog, den wir uns anhören. Sorensen, an alle übrig gebliebenen CEC-Mitarbeiter. Strecken Sie Ellie Langford zurück. Ihre Gruppe ist am weitesten vor Ort und hat den Weg freigemacht. Der sich aber schnell wieder schließt. Wir müssen los, Boss, da kommen noch mehr. Nicht denken, Erde. Ah. Das heißt, ja klar, hat Ellie ja gesagt, dass sie inzwischen die einzige ist, die übrig ist. Allerdings waren sie ja am Anfang nicht ganz, war sie ja am Anfang nicht alleine hier. Die hat sich ja mit ihren Kollegen durchgekämpft, war allerdings die letzte, die letztlich übrig blieb. Geil. Richtig geil. Es könnte so, es ist so einfach mit den Tanks, aber ich hab's nicht hingekriegt. Ja, ich mach das jetzt so. Okay, haben wir weg. Dann kümmern wir uns jetzt noch um die Kleinviecher. Weil Kleinviech macht auch Mist, wisst ihr ja. So. Noch eins. Nein. Okay. Bloß am Explodieren. Traurig, dass ich die Mutti dahin gerichtet habe. So ungefähr. Was geht jetzt in deren Köpfen vor? Okay. Ach, hier wäre auch nochmal ein Tank gewesen. Hätte ich das gewusst, wäre ich natürlich einfach hier vorgerannt und hätte mich hinter der Ecke verschanzt. Das heißt, sie haben sogar damit gerechnet, dass ich das erste Mal daneben baller. Das ist interessant. Die Viecher finde ich übrigens sehr interessant als Gegnertyp. Die haben, was haben die nochmal für einen Namen? Irgendwie Guardian oder so. Scheiße. Ich wollte das nicht. Wow. Okay. Ich glaube, es war nicht die blödeste Variante, weil ich glaube, er war gerade dabei, sich auszuweiden. Ja, das war jetzt auch mal wieder sehr schön getimt, muss ich sagen. Also in der Hinsicht hat das Spiel es schon echt drauf. Weil natürlich genau in dem Moment, wo die Vision so einen Höhepunkt erreicht und uns vorgeworfen wird, dass das ja alles, ja, und uns sozusagen das Ende nochmal, erklärt wird vom letzten Teil, dass genau in dem Moment dann natürlich die Gegner kommen. Das war wieder cool gemacht, cool gemacht. So, das ist jetzt hier auf jeden Fall nochmal ein kleines Rätsel, bevor wir dann das Ganze, die Bahn zum Laufen kriegen, müssen wir hier wahrscheinlich ein bisschen rumrätseln, aber das kriegen wir schon hin. Ja, und genau da kommen die Gegner. Wie passend. Ja, das ging jetzt. Ich habe auch gar nicht so viel Schaden gekriegt. Also man merkt schon die Panzerung. Da kannst du sagen, was du willst. Das. Ui. Und da ich mit der jetzt so schon rumgeballert habe, habe ich auch nicht mehr so viel Muni. Ich habe für das Harpunengewehr das meiste. Das Harpunengewehr ist auch die geilste Waffe, aber.
für größere Gegnerhorden halt ein bisschen ungeeignet. Vor allem, wenn man direkt daneben steht, auch sehr ungeeignet. Weil dann kriegt man den Schock mit. So, letztes Mal habe ich viel in Plasma-Cutter gesteckt. Da ich jetzt vor allem Harpunengewehr habe, werde ich da mal ein bisschen was reinhauen. Nachladen eigentlich... eigentlich ist mir Nachladen ziemlich egal. Tempo auf jeden Fall. Nachladen wäre das nächste, was ich machen kann. Was kann ich bei den anderen machen? Da habe ich noch gar nichts upgegradet. Hier, Plasma-Cutter könnt ihr auch nachladen. Oder Kapazität machen. Strahlenkanone wäre das Sekundärfeuer, die Mine. Die könnte ruhig ein bisschen schneller hochgehen im Übrigen. Dafür habe ich nicht mehr genug, um Stase zu machen. Kapazität? Eigentlich ist Kapazität doch das, was man am wenigsten nachladen möchte. Ja, komm, dann mach ich Harpunengewehr, das Nachladen. Ich meine, ich mach zwar eher, wenn das Harpunengewehr leer ist, dann mache ich zwar im Normalfall eher einen Waffenwechsel, als dass ich die Waffe nachlade. Aber es, ja, mein Gott. So kann ich halt auch nachladen. Ich habe den Transport gefunden, Ellie, aber es gibt ein Problem mit dem Ausklinkmechanismus. Keine große Überraschung. Ich lasse Sie wissen, wenn sie repariert ist. Ja, sowas Ähnliches haben wir doch schon mal gemacht. Okay. Ja, ganz einfach, da fehlt ein Zahnrad. Das ist schon ein bisschen billig, oder? Suchen wir die passende Größe raus und... Wow! Ich weiß, für einen Kopf ein bisschen Verschwendung, aber... Das ist ja witzig, schau mal her. Habe jetzt festgetackert mit meiner Harpune. Komm doch gar nicht mehr vom Fleck hier. Hehe, witzig. So. Dieses Feuer irritiert mich auch teilweise. Ja, okay. Ich weiß, ihr geht wahrscheinlich zu schnell, ne? Ah, toll, jetzt habe ich natürlich das Rad verlangsamt. Ich wollte doch nicht das Rad verlangsamen. Ich wollte das Getriebe hier im Allgemeinen verlangsamen. Hm. Ach, da oben kommst du... Ah, ich bin so doof. Da oben kommst du rein. Gut zu wissen. Aber unten fehlt doch auch ein Rad. Das sah doch eindeutig so aus, als würde unten auch ein Zahnrad fehlen. Hm. Das Problem ist, wo ist denn nochmal ein schönes blaues? Anscheinend sind ja die blauen die, die wir einsetzen wollen, sollen, können. Naja, genau genommen scheinen sogar zwei Teile zu fehlen. Ach, lass mich raten, die klauen wir aus den anderen. Ja, natürlich. Weil die anderen Greifarme haben ihre Arbeit ja anscheinend schon erledigt. So, wird das Ding natürlich auch Stase. Weil das alles ein bisschen am Arsch ist. Der Mechanismus. Übrigens speichere ich mal schnell. Mir ist aufgefallen, ich habe noch gar nicht gespeichert hier. Ein Speicherpunkt, an dem ich noch nicht gespeichert habe, obwohl gerade schon wieder bedrückende Musik und so weiter kommt, das geht überhaupt nicht. Also, haben wir das mal ganz schnell nachgeholt. Flux nachgeholt, okay. Kann ich hier jetzt irgendwas aktivieren? Nein, okay. Dann muss ich wohl hier aktivieren. Das Ganze nochmal probieren. Funktioniert.
gar nicht so schlecht. Vor allem gar nicht so viel Muni verbraucht, glaube ich. Ja, es wird weniger, natürlich. Hier steigen wir jetzt auf die Laserkanone hier um. Die Strahlenkanone, nicht Laserkanone. Laserkanone habe ich ja nicht, das ist das andere Ding da. So, das sah übrigens ziemlich nice aus hier so. Gerade hier. Zack. Das ist eine schöne Monorailbahn, die anderen sahen hässlicher aus. Wer bin ich? Ich habe einen Zettel an der Stirn, da steht nicht Nicole drauf. Isaac, jetzt sei nicht so doof. Wird auch mal ein cooles Spiel. Ja, mach mal die Tür auf. Dass ihr rein dürft. Hey, Sie haben es geschafft. Er starrt mich an, Isaac. Strauss, hören Sie mir zu. Hören Sie mir doch zu. Hör auf mich anzustarren! Jetzt beruhigen Sie sich doch! Isaac, wir müssen hier raus. Okay. Dann los. Alle vereint, ist cool. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Das ist die Ishimura. Ja. Früher der ganze Stolz der CEC. Eigentlich eine traurige Geschichte. Ich hörte, die ganze Besatzung wäre gestorben bei einem Terroranschlag. Was? Ein terroristischer Anschlag? Was dort geschah, war kein Anschlag. Was heißt das? Dort hat alles angefangen, Ellie. Alles, was hier passiert, passierte auch auf dem Schiff. Ich habe es gesehen. Ich war an Bord, als es passierte. Hey, was ist los? Ich weiß nicht. Etwas muss die Schienen blockieren. Bleiben Sie hier. Ich sehe mich mal um. Musst du wieder auf Mastermind machen, Isaac? Du brauchst nicht immer der sein, der nachschauen geht. Jetzt mal so ernsthaft, brauchst du nicht. Es ist vollkommen okay, auch mal die anderen gehen zu lassen. Ich habe das Gefühl, Isaac muss so ein bisschen den Helden spielen vor der Dame. Ja, ich war in der Psychiatrie, endlich mal wieder weiblicher Kontakt. Und das war ein Necromorph-Sound, coole Sache. Ich stehe auf die Viecher. Absolut, deswegen spiele ich auch dieses Spiel. Ich stehe auf die Necromorphs. Ah, sind die toll. Oh, Kapitel 9. Überspeichern wir natürlich hier auch nochmal. Dann haben wir zwei Safe-Stände für Kapitel 9. Ich hasse euch. Blöde Dinger. Zack. Zack. Das sieht übrigens wieder böse aus. Ich sag's euch, wenn da jetzt wieder diese Stalker kommen, ne? Naja, so groß ist es gar nicht. Könnte sein, dass sie nicht kommen. Ich hoffe es, dass sie nicht kommen. Man kriegt so viele Energieknoten irgendwie gefühlt. Boah. Gönnt euch mal dieses Sounddesign. Kannst sagen, was du willst. Das Spiel ist genial. Ich lasse das hier zurück, falls sonst noch jemand überlebt hat. Unsere Crew erfolgt uns. Unsere tote Crew. Es sind nur noch Ellie und ich übrig. Wir werden es nicht schaffen. Nein. Steh auf, Kayla, nur noch ein paar Meter. Ich höre sie kommen. Bring uns nicht beide um, Ellie. Lauf weg. Ich werde dich retten. Nur nein. Geh. Kayla! Kayla! Hier spricht Kayla von Schicht 1. Mit uns ist es aus. Ich hoffe. Die arme Ellie, sie hat da echt jeden verloren, ne?
Ja, es sind sie. Es sind die Stalker. Wieso habe ich nochmal die. Jetzt habe ich nochmal letztes Mal die Strahlenkanone nicht genommen. Das ist mir ein Rätsel. Ach, weil die so schnell waren, ja. Weil die immer so um die Ecken gebogen sind. Aber wenn sie direkt auf einen zulaufen, dann geht es mit der Strahlenkanone voll. Ich habe, glaube ich, endlich eine Methode, die wegzukriegen. Effizient. Es waren drei. Waren das vielleicht schon alle? Gott, der Raum ist noch so viel größer, da kommen noch welche. Ja, über die Chinese-Dinger, die Stase-Dinger. Brauche ich eigentlich gar nicht. Uah! Mit der habe ich nicht gerechnet. Kommst du? Ja, komm. Es geht. Ich komm zurecht. Stahlmäuse. Wie passend. Es wäre schön zu wissen, wann hier eigentlich Schluss ist. Waren das vielleicht schon alle? Das wäre ganz geil. Offensichtlicherweise nicht, Leute. Da kommt noch was. Ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Stimmen. Isaac hört Stimmen. Viecher, Monster. Komm, das ist doch alles bloß aus der. Alles Psychiatrie, komm. Das ist alles noch. Nachwirkung der Psychiatrie. Oh, fuck. Den habe ich nicht ordentlich erwischt an den Beinen. Oh, den habe ich gar nicht an den Beinen erwischt, deswegen springt er noch so im Mund herum. Die muss man an den Beinen erwischen, sonst sind sie. Einem stark voraus, das ist echt. Oh! Scheiß Depp, weichst du noch aus? Okay. Ich glaube, hier waren es das jetzt, oder? Oh, diese verschachtelten. Oh! Ja, komm, Plasma-Karte geht klar. Ah, wusste ich's doch. Zack. Ich wusste, dass du schießt, aber ich hätte gedacht, ich schaff's vorher noch, den Typen wegzukriegen. Ja, also das geht aber. Lieber dich als die Stalker. So, ich habe immer noch am meisten für die Strahlenkanone. Dann nehmen wir doch die Strahlenkanone mit. Dass du einen Halbleiter Rubin gibst. Dein Vorgänger hat weniger gegeben. Den wir vor ein, zwei Folgen hier angetroffen haben. Der war ein bisschen knausriger in Sachen Belohnung. Naja. Ja, es sind immer diese Tanks in der Nähe. Ich muss mir mal merken, mich vorher da ein bisschen umzugucken.
Boah, sieht der Helm jetzt im Licht komisch aus. Das sind Texturfehler, ha? Huh? Naja, Leute, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wir gehen jetzt in der nächsten Folge weiter. Schön, dass wir jetzt hier mit uns, mit Ellie und Stross vereint sind. Beziehungsweise gerade natürlich wieder nicht, weil wir hier die Schienen befreien müssen. Ich bin auf jeden Fall auch sehr froh, dass wir endlich einen Weg gefunden haben, die Stalker einigermaßen effizient auszunocken. Das ist eine geile Sache, das ist eine geile Nachricht. Naja, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei sein wollt, rechts oben, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, nettes Kommentar. Wir sehen uns bei Dead Space 2.